So, also, wie jeder gute Pinguin weiß, Selbstmord ist eine Lösung. Flieg! Ich mag die Musik dabei gerade schon. Es wird nichts. Wie ich gesagt habe, geht genau. You are the König. Auf meinem Rücken. Geh da weg. Der König. Geh da weg. Ich hatte dich jetzt gerade in den Schnee reingestampft. Ja, so, und das war eigentlich nur, um hier hochzukommen. Hallo! Guten Tag! Da ist was? Hallo? Ist das der größte Husky? Ich muss so helfen. Bitte hilf uns, die bösen Huskies zu töten. Unsere Familie haben sich sicher versteckt. Oh ja, die Familie versteckt, alles klar. So, Huskies. Huskies sind ein Problem. Huskies sind zum Beispiel. Jetzt stell dir mal vor, wie scheiße ist das für einen Hasen, ein Ei zu legen? Das ist echt nicht geil. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, jetzt wollen die Huskies die Hasen zerlegen. Dann müssen die Huskies ja Osterhuskies sein und müssen dann Eier legen. So, das klingt super. Dann muss der Husky ein Ei legen. Das ist ja noch beschissener. Das stimmt. Da klingelt sogar die Tür vor Schreck. Die Tür? Weiß ich doch nicht. Mach die Tür zu. Vor Angst. Achso. Wo ist der Husky? Wo ist der Husky? Wer kommt denn die Uhrzeit noch vorbei? Weiß ich doch nicht. Schließ ab. Renn. Polizei, die will uns sagen, wie cool wir sind. Ja? Ja. Tut mir leid, Leute, ihr seid so cool. Ihr müsst gehen. Kann ja eigentlich... Ne. Oder Bill Gates, kann ich nicht. Ich dachte, ich kann mich dahinter verstecken. Funktioniert nicht. Fuck, irgendwie mag ich das gerade nicht. Kennst du dieses Gefühl, wenn du von Huskies verfolgt wirst, die Raketen auf dich abfeuern? Immer. Jeden Samstag. Ja, ne? Das ist schrecklich. Da in der Ecke noch. Mhm. Ecke 2, Nummer 3. Irgendwie nach rechts drehen. Kannst du nicht da oben drauf? Da liegt doch noch was. Ja, aber da sind Huskies überall. Nee, da wo du gerade standest, warst du, gingst du noch eins höher. Da lag da irgendwas drauf. Aber hier ist irgendwo der Eingang zum Geheimversteck der Osterhasen. Moment, nee. Also das sind übrigens hier die Kanonen. Die kann man leider gerade nicht kaputt machen. Aber sie machen einem selbst Schaden, obwohl sie deaktiviert sind. Finde ich sehr gut. Ja, ich nicht. Hätten die mal bei Mario geschaut, da ist das nämlich nicht so. Ja. Die sehen auch ehrlich gesagt eher aus wie kleine Brunnenfontänen. Ja? Mhm. Ja. Boah, vielleicht kann ich richtig fliegen. Okay. Jetzt gibt's keinen Fallschaden. Guck mal, hinten sind Hasen. Was hat denn hier abgeschossen? Egal. Ich meine, hier war irgendwo so ein fliegender Hase versteckt. Also, ein fliegender Hase? Ja, ein fliegender Hase. Ein Heli-Hase. Ein Heli-Hase? Hesi-Hase. Hasi-Hase. Hasi der Hasenball. Das ist kein Hase. Kannst du singen? Nee. War er das, dann macht er auf jeden Fall den Bass. Ja. Zack! Warnung, Kanone aktiviert. Ja, das wäre eine tolle Idee. Gibt's ein Fernsehen? Oh, cool. Ja. Mhm. Oh, sieht mir nach RTL aus. Helft den Hasen. Hab die Kanone. Alarm für Hase 11. Sieht spannend aus. Wo ist der Schweiger? Den siehst du gerade nicht. Das ist Til Schweiger ist nicht im Bild. Den kenne ich gar nicht. Ist das ein neuer Schauspieler? Schade, dass man den Hebel nicht mehr hochheben kann. Ja. Denn wir müssen jetzt einen Osterhase. Nee, ich höre auf, diesen scheiß Wort zu sagen. Ein Helihasen. Okay, einen Helihasen anheben. Das Problem ist, anheben? Moment, aufheben. Das Problem ist nur, der wird ja sofort von Kanonen abgeschossen. Kanonen? Das heißt, wir werden von Kanonen abgeschossen. Das heißt, aua. Ja, das heißt das. Ja, das heißt das. Aua. Aua. Schmerz. Also alle Huskies töten, alle Kanonen töten. Ist halt ein bisschen doof, weil diese Kanonen zum Beispiel... Schießt tötet auf uns! Ich bin kein Hase. Mein Name ist nicht Hase. Ich auch nicht. Ja, so, das war's. Gut, Helihase. Helihase haben wir schon mal gelernt, haben wir irgendwann mal kennengelernt. Ja, kann fliegen. Problem ist... Scheiße. Ja, Scheiße ist auch ein Problem. Scheiße ist allgemein ziemlich großes Problem in der Welt. Nee, ich meine eigentlich, der fliegt Scheiße. Ich würde halt gerne mal irgendwie treffen. Okay, Treffer. Sehr schön. Ich glaube, das ist mehr, als ich bisher jemals erreicht habe in dem Spiel. Jetzt kann man den Schalter noch aktivieren. Hasi. Gut. Auch nicht ganz gut. Auf jeden Fall will ich jetzt gerade mal diese fucking Kanone kaputt machen. Was soll daran schlecht sein? Die Farbe. Das tut nicht gut. In den Augen. In der Auge? Ja. Ja. Aber du hättest einfach drüber fliegen können, oder nicht? Ich glaube, so hoch kann er nicht. Ach so. Er kann das einfach. Was ist denn hier? Ich würde gerne... Ist das der Start vom Level? Hallo? Nee, hier ist der Ausgang. Okay. Ah, hier mit Hasis. Da sind sie versteckt. Oh, Moment, das ist nicht gut, dass jetzt der Ausgang offen ist. Jetzt können andere bösen Leute erkennen, dass hier... Entschuldigung, kleine Hasis. Dass es ja nur ein Level ist. Dann sind sie vielleicht alle depressiv. Ist das schön. Warum machen die Hasen, die hier rumfliegen, eigentlich nichts? Die können doch erstmal versuchen, sie so ein bisschen selbst umzubringen.
Ich glaube, das machen die sogar, oder? Ja, nur einer. Achso. Okay, warte mal, ich versuch's mal. Boah, Kamikaze. Fuck, oh, Kamikaze. Yeah, so wärst du aber damals nicht genommen worden. Als Kamikaze. Was? Woran? Er hat quasi im selben Moment hochgespuckt, wie die runtergefallen sind. Das ist nicht cool. Ja. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen kompliziert, dieser Level. Und das Problem ist, ich gehe jetzt da nochmal rein. Und vielleicht noch ein weiteres Mal. Und wenn wir das dreimal nicht schaffen, würde ich behaupten, gehen wir einfach mal in den Dschungel. Weil das ist halt ein Level, der... Ach, du kannst doch woanders hin jetzt. Ja, also aktuell haben wir zum Glück die Wahl zwischen zwei Gebieten. Und als ich hier war und überlegt habe, hey, das kannst du als LP aufziehen. Und hey, du bist jetzt vor einem halben Jahr umgezogen, du könntest das dann wirklich mal durchziehen. Habe ich gedacht, wenn ich an den Level komme, könnte das so ein bisschen komplizierter, vor allem wegen der Kamera, werden. Sag mal, so. Und ja, also ist das gut. Du hast halt erst das Europa oder was das war am Anfang. Das musst du, glaube ich, fast komplett durchspielen. Und danach kommst du eigentlich relativ flott direkt in zwei neue Welten. Und ich glaube, die vierte Welt kommt auch schon relativ zeitnah zumindest. Dass du dann wirklich dann zwischen drei Leveln auswählen kannst und dann nicht... wirklich da hängst, weil du ein Level nicht schaffst und das Spiel. Ja, aber du musst den Level trotzdem machen. Irgendwann, klar. Okay. Hallo! Nee, ich helfe euch nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ich rede nicht mit dir. Du bist ein Hase. Du kannst nicht reden. Ich bin ein Pinguin. Ich kann nicht reden. Warum? Oh, das habe ich eigentlich cool gemacht. Eigentlich nicht. Du bist dreimal getroffen worden. Es sei denn, du wolltest das. Ja, habe ich das nicht gesagt. Ja, doch, zu spät. Ja, habe ich das nicht. Wiederhole mich. Ja, das Problem ist wirklich, die scheiß Kanonen zu treffen. Man muss einfach, hätte ich diesen bei der dritten Kanone diesen Flug geschafft und direkt rechtzeitig gedrückt statt zu spät, hätte es ganz anders ausgesehen. Sind es nur drei? Zumindest da vorne. Ich glaube, danach sind so ein paar einzelne noch, aber das macht halt nicht so viel aus wie diese drei Stück auf einem Haufen. Ich weiß nur nicht, wie viel Schaden die hasenhassenden Huskies machen. Das ist wunderschön. Ach, das ist ein tolles Wort. Ich bin begeistert. Hasenhassende Huskies. Hasen, Huskies werden Hasen von Huskies gehasst. Hasen, Husky in der Tasche, hast du immer was zu Nasche. Ja, wenn er so klein ist, da reinpasst wahrscheinlich. Ja. Siehst du, hier ist eine Kanone. Und da ist eine. Es gibt irgendwie viel zu viel Schusswaffen dafür, dass du ein Helikopter bist. Eigentlich ist das Battlefield minus 1. Wenn ich jetzt mal überlege. Wobei, wann kam das raus? Kam das nach 2000? Das hier? Ja. Schade. Battlefield kam irgendwann 2001 oder so irgendwie da. Und deswegen ist ja minus 1. Ja, deswegen. Ich habe gehofft, dass es vielleicht später rauskam. Das heißt, dann wäre es der Nachfolger von Battlefield. Ah, ist auch cooler. Wegen der Eiswelt. Richtig, Pinguin. Kick. Komm ich hier mit? Komm ich hier mit? Der wird gerade am Sack gelutscht. Ja. Gut, ich wollte es nur wissen. Foto. Muss man merken. Was? Was? Foto. Geht's gerade? Nee, ja. Da. Oh, Tetris, guck mal. Ich bin Tetris auf der Arbeit? Ich brauch nicht Blatt. Das ist aber Hardcore Tetris. Ich brauch Blatt. Das ist das Virtual Boy Tetris, was du von oben siehst. Ach du Scheiße. Oh Gott. Nee, kein Wunder, dass auch das alles in Rot gefasst. Ja, kein Wunder, dass Nintendo das nicht geschafft hat. Oh, übrigens, jetzt wo wir gerade dran sind, ja? Hier die neue Nintendo-Konsole, NX. Ja. Was ist denn, wenn das Ding eine Virtual-Konsole wird? Also so eine VR-Konsole. Hör mal Pech. Scheiße! Ich kann doch nicht angreifen, ich bin so doof. dann. Ja. Wieso Pech? Ist doch toll. Ich hab Schaden genommen. Ja, cool, wenn einer von den beiden hier oben stirbt. Einer von den beiden, hab ich gesagt. Nein. Ja, halt was ich nicht gedacht hätte. Ja, es wäre halt was kein Nachfolger von irgendwelchen momentanen Projekten ist. Es wäre was komplett Eigenes, was du nicht portieren kannst auf andere Dinge. Und Nintendo ist bis jetzt, glaube ich, der Einzige, der sich noch gar nicht zu sowas geäußert hat. Also Microsoft hat seine komische in die Welt rein Projizier-Scheiße da. Holodeck. Sony hat Projekt Morpheus, oder was ist das? Nintendo hat noch gar nichts gemacht. Dann kommen die nächstes Jahr und sagen, ja, hier, Konsole fertig, VR-Brille dabei, fertig, alles schon fertig. Das wäre an sich ganz cool, aber ich weiß nicht irgendwie, was ist das da unten? Nintendo ist jetzt eigentlich nicht so die Firma, die Sachen auf dem Markt und die andere schon hatten. Weißt du, nur macht ja meistens. Ja, aber die sind ja noch nicht fertig, das ist es ja. Achso, die machen das cooler.
die Brillen sind alle noch nicht fertig und die Konsolen sind nicht für die Brille ausgelegt. Sondern die Brille ist ein Zusatzperipheriegerät für die Konsolen. Und bei der Konsole wäre es dann so, dass es komplett wirklich nur auf VR geht. Das ist auf jeden Fall interessant. Fände ich witzig. Also wenn es jemand machen würde, ich meine, ich hätte tierisch Lust auf ein, stell dir mal vor, ein Metroid Prime mit VR-Brille. Das hätte was. Das wäre super geil. Nein! Oder ein Light Boss. Oh ja. Da fuck, ich meine, das wäre ultra geil. Ich meine, Light Boss ist immer ultra geil. Richtig, aber mit VR-Brille wäre das echt unfassbar. Ich hasse diesen Level. Ich meine, ich bin so weit wie... lange nicht? So weit wie lange nicht. Alter! Fährt er denn? Töte ihn doch. Nein, nicht mich. Ihn, da vorne. Das Duell am High Noon. Vor allem, warum überlebt er so lange? Warum überlebt er so lange? Lebt er noch? Ja. Ich hab noch öfter getroffen als er mich. Eigentlich schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm, komm. Der hat. Yes. Okay. Jetzt bräuchte ich trotzdem ein bisschen Energie, weil die ganzen Geschütztürme noch da rumstehen. Wäre ganz cool, die loszuwerden. Alter, der steuert sich so katastrophal. Ja, das sieht man. Oder ist noch Leben übrig? Nee, ne? Ich hoffe irgendwo. Start. Oh, Gott sei Dank. Okay. Das heißt, wir müssen... Junge, einfach nur einsammeln. Boah, das ist so krass, wie viel das bringt. Oh, Husky. Mist. Oh nein, das ist ein Feind. Nein, ja, genau. Wieso? Achso, der greift dich dann an, oder wie? Ich dachte eigentlich, wenn er erkennt, dass ich ein böser Husky bin. Okay, ich glaube aber mit dem... Warte mal, ich schieße jetzt hier den mal ab. Zack, 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 zack. Und jetzt fahre ich weg. Ach Gott. Das ist gerade so schwer zu erkennen hier. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ah gut, da, seitlich. Okay. Also du hast nicht gekillt. Ich wollte ihn nur ein bisschen anschießen und dann mit meinem Hasen gleich vorbeifliegen. Aber ich komme irgendwie aus der Ecke nicht raus. Ich bin gestorben. Ich habe irgendwas. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum soll er jetzt sterben? Weil hinten der Hase steht. Ach, du meinst der... Oh, der Hase ist gestorben, ja. Ist einfach gar nichts passiert. Hallo! Okay, du bist dumm. Du, ich mag dich. Sympathisch dumm. Das Treffer hält er aus. Oh. Oh. Von was? Den einen... Ja, er hat noch eine Rakete geschossen. Das wird lustig. Das wird lustig. Hier kann ich nicht hochfahren. Ich muss echt hier über die Bande. Das ist sinnlos kompliziert. Ja, teilweise wirkt so ein bisschen... Jetzt müsste man das Spiel verglitschen, damit man weiterkommt. Mhm. Verunglitschen. Aber gut, ja gut, die tun sich aber auch keinen Gefallen, wenn du so viele Charaktere hast, die verschiedene Movesets haben und dann müsstest du den Level ja auf alles anpassen. Von daher war es vielleicht einfach nicht gedacht, dass du mit dem da hingehst. Ich komm da nicht hoch. Ernsthaft jetzt? Musst du mit dem Hasen hoch? Ah, nee, da müssen die ja töten. Was für ein Scheiß. Ich treffe ihn von hier natürlich nicht. Ich bestell mal ein Getränk. Bring mir ein Getränk. Sklave. Bring Getränk. Laufen dein Leben. Nee, kann ich nicht. Das ist irgendwie gerade kompliziert. Es muss aber eine Möglichkeit geben, irgendwie da hochzukommen. So mit ein bisschen Anlauf. Ah, okay. So simpel geht das. Zu weit. Wo liegt denn eigentlich mein toter Hase? Hase, nein! Von wo werde ich abgeschossen? Das ist doch eine Verarsche. Jetzt ernsthaft, wo kommt die Rakete her? Da oben? Hier schießen Sachen mit Raketen auf mich. Machst du das nicht schon die ganze Zeit? Ja, aber ich weiß nicht von wo. Achso. Irgendwo oben steht noch so ein fucking... Oh Gott, geh da jetzt hin. Dankeschön. Irgendwo stand da so ein verdammter Arsch. So heißt der. Arnold Arsch. Arschenegger. Arschenegger? Hier oben, ne? Das Land ist halt so kompliziert, weil er so lange braucht und du hast nicht so viel Zeit dafür. Komm schon, ich würde gerne was sehen. Oh Gott, da ist was, da ist was, da ist was! Ich hänge! Woran habe ich ihn gerade gehangen? Dieses Spiel. Diese Kamera ist gerade eine Katastrophe. Oh nein! Katastrophe. Ist das einfach nur der Turm? Das ist ein Husky. Nee, der Turm, dachte ich. Nee. Ja, was, wann schießen die denn Raketen? Das wundert mich auch. Gott, die Wand macht ja auch noch Schaden. Wieso treffe ich diesen Scheiß eigentlich nicht?
Du es jetzt? Nö. Doch? Yes. Doch, okay. Aber es fehlen noch ein paar. Der Husky ist weg, ne? Also es gab keinen Husky. Schon nicht. Boah, ey, ich bin so verhandelt, ich bin so kurz vor dem Tod. Vor allem allein das Wandrahmen könnte mich schon umbringen. Ja. Das verstehe ich ja nicht, warum die halt so dermaßen. Ist das da. Der ist tot. Ich dachte gerade, es wäre eine Kanone. Oh Gott. Warum die dermaßen wenig Energie hier hinbauen? Vor allem, weil der erst noch mit dem verdammten Pinguin da durchlaufen muss. Mhm. Ja, jetzt kommt die richtige einfach Scheiße. Ablegen, einfach ablegen. Wobei, du kannst das. Oh, ich nehme mich nicht. Wow. Was? Ich dachte, die können nur nach oben schießen. Dachte ich eigentlich auch noch. Boah. Nein. Sehr gut. Okay, wie habe ich das geschafft? Ist mir egal. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, du könntest es ganz gut timen, wenn die immer nur nach oben schießen. Kannst du halt timen, okay, die schießen, du gehst hin, ballerst drüber, fliegst weg. Mhm. Aber das ist ja ätzend, wenn die überall hinschießen. Oh, Alter. Ich mag das Spiel wirklich, also manche Level sind echt nicht auf das Spiel ausgelegt. Mhm. Das ist doof, wenn... Husky! Natürlich. Fuck! Ein Faxi. Ein Faxi. Oh nee, und der Turm schießt auch noch Raketen. Hallo, ansteigen! Der ist auch noch einer! Und genau den Schalter getroffen, wo du jetzt rumgespummelt hast. Ich geh jetzt essen. Leute, habt ihr irgendwie High-Items hier? Karotten? Döner? Hasendöner? Ja! Ja, nee, Husky-Döner. Nee, ja. Das ist nicht einfach durch Level-Tor. Du lachst, aber... Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt's das irgendwo. Oh Gott, ey, jetzt muss ich... Und der schießt schon? Ach ja, komm! Was? Das trifft dann nicht, oder wie? Yes, nein! Die Frisur. Ey, das ist ja oberassig. Das ist wirklich schwer, ja. Also einfach so mache ich jetzt noch und ansonsten sage ich erstmal, ne. Und dann setze ich mich vielleicht zur Not irgendwann, ne, ich kann nicht da aufnehmen, oder? Nee, nee. Ich glaube nicht. Ich habe kein Kabel zum Aufnehmen. Oder man macht das halt irgendwie die ganze Zeit nur, dass man das Ding laufen lässt und aber jetzt erstmal nicht kommentiert, weil ich glaube, das wäre irgendwann langweilig für euch. Achso, dass man quasi nur den Part dann hochlädt, wenn es funktioniert, genau. Einfach so, gebe ich mir jetzt noch und dann.